unsere Boxsportfreunde. Heute ist die Pressekonferenz von Pectus Box Promotion bezüglich des Rückkampfes zwischen Nick Hannig und Liebenberg in Berlin am 26. Oktober im Maritim Hotel. Und die Pressekonferenz findet auch im Maritim Hotel statt, wo wir gerade hinlaufen. Der Weg dürfte nicht mehr so weit sein. Und ich glaube, wir sind auch schon da. Heute ist wunderbares Wetter. Ein perfekter Tag. Die Pressekonferenz beginnt circa in 20 Minuten, 25 Minuten. Hier der Beweis, wir sind richtig. Ja, so sieht es hier aus. Und jetzt werde ich mal reinlaufen. Gehen wir mal rein. Ja, das muss ich jetzt mal fragen, wo ich hin muss. Weil hier nichts steht. So, ich habe es rausgefunden, Salon 7. Hier geradeaus und dann anscheinend auf der linken Seite irgendwo. Gucken wir mal, ist jetzt noch alles leer, aber wir sind auch ein bisschen zufrieden. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ja, warte mal, ich muss mal kurz mal erzählen. Okay, ist noch ein bisschen voll. So sieht's hier aus. Hallo liebe Boxsportfreunde, ihr seid hier bei K.O. & Co. Ich bin Samira. Hallo, wir sind hier im Interview mit Nick Hannig. Ich frag dich mal, wie oft hast du den ersten Kampf gegen Liebenberg dir angeguckt? Ja, gefühlt oder gefühlt nicht. Ich denke mal so um die 8 bis 9 bis 10 Mal. Ach, so oft? Echt? Okay. Ja, genau. Zur Auswertung einfach? Ja, zur Auswertung. Man guckt sich den Kampf natürlich so nach dem Kampf direkt nochmal an, also abends im Hotel. Guckt sich den Tag später nochmal an, guckt sich den mit seinem Trainer, also mit meinem Vater an, guckt sich den dann nochmal mit dem Team zusammen an und analysiert halt, wo waren jetzt die Schwächen, wo waren die Stärken, was könnte man nächstes Mal besser machen. Ja, na klar, so ein Kampf beschäftigt einen danach dann schon ein bisschen. Und hast du mal mitgepunktet, also wie du den für dich so gepunktet, also wie du vorne lagst oder nicht oder so? Und es war ja ein Unentschieden offiziell. Genau, und genau. Wie hast du den Kampf gesehen? Ich bin ja sehr, sehr realistisch und wie er sagt, ich kann auch wirklich verlieren, wäre kein Problem gewesen. Hab aber den Kampf wirklich für mich eindeutig gesehen. Also so deutlich? Ja, nicht sehr eindeutig, aber schon klar, dass man gesehen hat, wer hat die eindeutigen Treffer. Was beim Profiboxen finde ich auch das Wichtigste ist, wer trifft eindeutiger, wer trifft härter. Und von dem her habe ich den Kampf für mich wirklich positiv gesehen und eigentlich auch klar. Von dem her ist es jetzt aber keine Schande, so wie das Ergebnis jetzt gelaufen ist. Von dem her, wir machen es am 26.10. einfach nochmal und nochmal besser und dann werden wir sehen. Okay, und du hast eine große Fangemeinde im besten Sinne. Sind das Leute von einem Boxclub oder wer kommt da? Alle, die dich kennen oder? Ja, naja, Königs Wusterhause ist nur nicht so groß und naja. Wie setze ich sowas zusammen? Klar, durch meinen Boxverein. Ich habe auch früher schon 100 Kämpfe gemacht. Das spricht sich natürlich auch rum. Ja, und dadurch wächst natürlich die Gemeinde. Man hat auch viele Fans in Berlin, durch das ganze Boxen in Berlin hier früher. Und dadurch wächst natürlich so eine Fangemeinde. Ja? Und ich sag mal, mein Kampfstil ist ein bisschen spektakulär und nicht vielleicht so langweilig. Von dem her. Obwohl gegen Ryan Ford war schon mehr Action, ne, als gegen Liebenberg. Das war schon sehr vorsichtigerer Kampf, sagen wir, oder obwohl so vorsichtig auch nicht, aber vorsichtig nicht so viel krasse Action wie gegen Ford. Ja, ne? Das war krasser. Da spielt auch natürlich das Publikum eine Riesenrolle. Wir hatten natürlich in Wiesbaden leider Gottes nun nicht so die erwarteten Fans, wie wir es in Berlin hatten. Und von dem her sinkt dann auch so eine Stimmung so ein bisschen. Ja. Und dementsprechend entwickelt sich dann auch so ein Kampf. Aber klar, gegen Ryan Ford, der. Es gehören ja mal zwei Leute dazu, ja. Also ja, klar. Du bist immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt, so sage ich jetzt mal. Und ich und Rain Ford, wir haben natürlich
sehr gut ineinander gepasst, weil wir auch wirklich viel schlagen, hart schlagen. Rino Lienberg ist auch ein Ringfuchs und da muss man natürlich technischer boxen, von dem her war der Kampf dann dementsprechend nicht so spektakulär. Genau. Aber wusstest du, also hast du dir Lienberg richtig ganz genau angeguckt? Also warst du gefasst auf diese komischen Schläge von oben, die irgendwie auch nie ermahnt wurden? Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, war so eine Schläge, die sind sehr grenzwertig auf jeden Fall. Ja, dazu ist ein anderes Thema für sich, aber... Also auf die musst du wieder aufpassen sozusagen. Genau, auf die muss man sich auf jeden Fall wieder einstellen und man muss dann halt Glück haben oder nicht Glück haben, dass man dann halt einen Ringrichter hatte, der sowas ermahnt. Also bei Vincent Feigenbutz wurden die Schläge ermahnt. Ja, okay, aber es ist ein anderes Thema. Wie gesagt, wir haben den vorher studiert, wir haben den nachher studiert. Ich war der Meinung oder bin immer noch der Meinung, dass ich den Kampf eigentlich deutlich gewonnen hatte oder klar gewonnen hatte. Wenigstens mit 3-4 Runden bestimmt, aber die Ringrichter haben nur die Punktrichter haben anders entschieden und damit muss man nun leben. Damit kann ich auch gut leben, aber wir haben deswegen die Möglichkeit, ein Rematch zu machen und dann gucken wir nochmal. Und es wird voll bestimmt. Ich denke, es wird ausverkauft werden. Ne? Ja, ich habe jetzt schon eine riesen Anfrage jetzt auf Karten und die Location ist natürlich super, die ist wirklich schön und die Halle wird auf jeden Fall ausverkauft sein. Und ich habe gehört, du arbeitest auch als oder bist auch Trainer sozusagen in einem Boxclub. Genau. Wie oft trainierst du da Leute, also die Woche? Gibt es da feste Zeiten oder nur wenn dein Vater mal nicht kann oder wie läuft das? Ja, also wenn es jetzt wieder auf die Kampfvorbereitung geht, dann trainiere ich meistens zweimal am Tag. Ein Training bestreite ich mit meinem Vater und mit dem Danny halt zusammen, der mein Schützling ist, der um die deutsche Meisterschaft kämpft. Und ein Training mache ich halt selber und gebe halt auch immer Training. Und, also Amateure, also könnte ich theoretisch hinkommen und du würdest mich dann trainieren. Genau. Wir haben einen Boxverein oder ich habe einen Boxverein, bin da Vorsitzender und wir haben dreimal die Woche Training, Montag, Dienstag und Donnerstag und da können auch alle anderen mit trainieren. Wir verbinden es dann meistens gleich nach der Kampfvorbereitung mit Sparring und alle unterstützen uns halt. Ne? Und das ist natürlich ein super Team. Und alle wissen, okay, die bereiten sich wieder vor auf den Kampf oder ich bereite mich wieder vor auf den Kampf und dann ziehen auch alle mit. Die wissen ganz genau, okay, jetzt wird es wieder spezieller, viel mehr Sparring, Gerätesports, aber den Leuten gefällt es und die wissen dann halt, wie ein Profi trainiert und macht klar, halt Spaß. Klar, kann man ja auch immer nicht sich so angucken, ne, da reinzublicken. Und ich habe gelesen, sein Sohn heißt Lennox und nach Lennox Lewis benannt, wahrscheinlich ein Idol und er boxt auch. Also bist du dann sein Trainer? Also trainiert er bei dir oder? Wir haben über unserem Verein, haben wir noch einen Verein, Sevega nennt sich der und ja, Lennox hat dann über sich sozusagen dann auch Kinder im selben Alter, wo er dann auch mit trainiert. Dann ist nicht der Papa der Trainer, weil es war auch mal so ein bisschen schwer in dem Alter. Aber also, obwohl es bei dir, aber war es bei dir nicht auch so? Quasi? Ja, aber das ist jetzt so. Mein Papa, der hat halt alle Kämpfe von mir gesehen. Das ist natürlich sozusagen die ehrlichste Haut, die man haben kann in der Ecke. Von dem her passt das doch super und der hat auch Ahnung. Ja. Das ist auch sehr ruhig. Von dem her ist er mein Trainer. Andersrum können wir natürlich auch so machen wie bei Lennox. Er hat jetzt schon ein, zwei Kämpfchen mal gemacht im Halbkontakt, was jetzt schon? Aber nicht reines Boxen ist. Okay. Aber der schnuppert da ganz locker rein. Wenn er darauf Lust hat, dann kann er es gerne machen. Wenn er das nicht möchte, Fußball spielen will oder welche Sportart auch immer, dann kann er das auch gerne machen. Also ich wurde auch nie gezwungen zu irgendeiner Sportart. Das muss von ganz alleine kommen. Ja, klar. Okay, danke für das Interview. Bitteschön. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.